Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Moment, Genen? Ach, so. Das war jetzt auch schon wieder eine Weile her. ja, wir sind hier in der Tiefenschlucht. Nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder, das hatte ich schon mal. Nein, Zwillingsgipfel, Flaggen-WG. ja, hat er sich irgendwas hat sich was verändert im Vergleich zum letzten Mal? Nein, hat sich nicht. Ich überlege aber, ob ich vielleicht wieder mit einer Power Seals da rumhantiere. Ich bin ja hingegangen und habe Doppel-Insignien wieder drin mit der Vielseitigkeit. Ich habe die drei PvE-Items hier an, die Vielseitigkeit Mastery haben und in den Stats nur minimal schlechter sind. Das heißt, ich bin bei 41%. Bin am Überlegen, was ich da noch machen könnte. Ich könnte doch eigentlich sagen, okay, das ist jetzt weniger, 36,88. Das Ding, ja, das gibt dann mehr Wumms. Ja, komm, das probieren wir einfach mal. Ist jetzt zwar nicht so schön über die 40%, aber was soll's. Ja, ich mag das ja schon, so ein Stat-Pushen geht ja in Legion alles nicht. Deswegen habe ich auch die Dinger hier geleistet. Von meiner Hetze allerliebsten alles gesponsert worden. Natürlich sehr, sehr nett. Hat man natürlich Gold gespart. Mehr Gold übrig für die Marke. Ja, also 41% war halt schön, weil es dann halt über 20% weniger Schaden sind, die man kassiert. Aber gut, was soll's. Was haben wir denn hier eigentlich so alles für Leute? Okay, vom Equip 1, 2, 3, die alles andere als doll sind. Und bei den Gegnern. Ach du Scheiße. Okay, die haben's. Oh Gott, die haben's schlechter. Oh, die haben's. Die haben, glaube ich, wirklich. Die haben's wirklich schlechter als wir. Na gut, schauen wir mal, wie das läuft. Ich hatte es im letzten Video schon gesagt. Für die, die es nicht gesehen haben, nochmal kurz zur Erläuterung. Ich habe nicht Empowered Seals geskillt, werde aber trotzdem die Siegel wechseln, einfach um doch noch das eine oder andere rauszuholen. Je nachdem, wie es machbar ist, natürlich. Es wird Situationen geben, wo das sinnlos ist. Weil das ist ein Global Cooldown, da könnte ich in der Zeit was anderes machen. Aber. Hat da. Der hat. Auf den einprügeln. Und dann mal Siegel des Lichts. Stellen die Standarte hier hin. Denn hier sind nämlich alle. Kriegen wir irgendwas? Nö. Den Rogue. Da kommt der Hexer. Jetzt gehen wir an den Hexer dran. Oh, das. Ja, wieso ist der raus? Da gehe ich jetzt nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Der hat Bersi. Den müssen wir eigentlich umdrücken. Genau deswegen müssen wir den umdrücken. Okay, Flagge wurde geholt von einem DK. Oh, das ist natürlich einfach. Jetzt ist die Frau, wo kommt er raus? Wahrscheinlich am Wasser hinten. Da drüben ist nichts sichtbar. Da ist er, ja. Ist natürlich umso leichter. Ins Wasser gehen, umhauen, weiter. Ist der Druide bei ihm? Nee, aber der Mage. Das sehe ich nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Da stirbt er jetzt schon. Na komm, verloren. War jetzt einfach. Okay, das ist. Also, ja, gut. Also, die Gegner werden es wahrscheinlich extrem schwer haben. Außer wir stellen uns zu blöd an und die sind doch nicht zu doof. Wenn nur mal scheiß Equip hat, heißt es das nicht, dass man schlecht ist. Ah, die Pilze hier kaputt. Der kriegt einen Richtspruch drauf. Bin ich im Stun, da gehen wir raus. Hunter kriegt einen Stun und wird sterben. First Blood. Oh, ist hier noch irgendwas? Nö, kann man sich heilen. Die haben die Flagge nicht. Holt die einer? Keiner sichtbar. Gehen wir mal rüber. Ah, unsere. Auch ein Schurke. Mensch, ne. Erstmal Eastern. Wow, 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 wow. Jetzt kann man natürlich nicht helfen, wenn er wegläuft. Ah, der Mage kann man töten. Na, okay, da kommt keiner hinterher. Darf jetzt echt nichts ins Gesicht bekommen, dann fällt er nämlich tot um. Kein anderer Schurke hat sie, der ist wahrscheinlich raus. Nano das mit. Das richtige Siegel ist drin. So, ist er noch drin? Ah, hier ist er. Cloak hast du noch nicht bereit, mein Freund. Dann kriegst du jetzt nichts mehr.
trotzdem. Hunter ist der Nächste. Der wird wahrscheinlich jetzt richtig ins Gesicht bekommen. Das war wohl nichts, mein Freund. So wird das aber nicht. Genau. So wird das nicht. 38k Heal. Weiß wenig eigentlich. Aber gut. Ist denn jetzt hier was? Gerade irgendwie ziemlich. Ja, ist natürlich jetzt wirklich langweilig. Aber gut, es gab ja schon genug Spiele, Matches, wo dann, ja, man die Arschkarte hatte. Jetzt war sie da nicht. Ach, da ist ein Rogue. Kriegst du mal Freedom? Der Rogue hat Cloak an. Wird jetzt wirklich abgehauen? Ja, ist abgehauen. Hoffen wir mal nach. Und Hunter wieder. Freedom an. Pre-Freedom. Oh komm. Das hätte er sich jetzt sparen können. Oder bin ich davon, dass der Shadow noch hier war? Ich Bubble noch hab, Handauflegung, also ganze Palette. Komm, wenn jetzt keiner die Flagge holt, holen wir mal die Flagge. Ich nehme mich jetzt im Moment gerade irgendwie nicht so. Oh, da ist er. Oh. Bitte mach tot von oben, tot von oben, tot von oben, tot von oben. Hey, willst du mich verarschen? Leck mich doch mal am Arsch, mein Freund. Du stirbst doch eh. Bevor du irgendwas machen kannst, oder? Ja, sag ich doch. Okay, jetzt hat einer von uns die Flagge geholt. Das ist echt geil. Da will man mal die Flagge holen. Ja, wirklich mal die Flagge holen. Random Biggie. Und da kommt sowas. Ich bin gestorben? Ja, ich bin ja gestorben. Wo ist denn die Flagge? Eskorten wir die mal. Ach, die ist schon da hinten. Wieder? Tatsächlich. Das ist unser Rogue da oben. Sollte man vielleicht mal aufpassen, dass da nicht irgendjemand hingeht und unsere Flagge holt. Aber ich habe die Insel nicht mehr bereit. Da müsste ich Bubble oder Bob benutzen, je nachdem, was ich abbekomme. Um den vielleicht aufzuhalten, weil kriegen wird das sowieso. Das kann man beim Schurken sowieso nicht verhindern. Beim Druiden eigentlich auch nicht, weil die ja im Stealth rankommen. Hier ist noch ein Schurke. Da ist er doch. Geil! Okay, es war eine Verzögerung nochmal hinten her. Ich wollte gerade sagen, läuft er da ohne Fleck. Der war ja geil. Der war ja geil. Läuft er, ist keine Flagge. Läuft er wieder zurück, weil es gehangert. Beziehungsweise war gleich scheinbar nur ein Anzeigefehler. Was sah so köstlich aus. Ah, natürlich. Tod von oben. Kein Tod von oben. Aber Wall hier ab, hä? Du machst einen drinnen an Stun, wenn ich dann könnte ich wieder angreifen. Ne, jetzt machen wir das hier. Pop. Oh, er merkt. Oh, scheiße. Jetzt ist er doch noch schnell abgehauen. Ich weg hier. Jetzt krieg ich nur ins Gesicht. Ja, da ist er schon. Das ist der andere Schurk von uns da. Nee, nee, Rogue. Das wird nichts mehr. Das hast du verschissen. Ach, der ist sogar oben gestorben. Dankeschön, Momi. Merci. Ah, ne, das von uns. So, darf man jetzt hier auch mal raus? Den kann ich klicken. Zerrt der jetzt da hinten rum? Das wäre aber langweilig. Drei Schurken. Man merkt beim Gegner schon, wenn der zwei, drei Schurken oder mehr hat. Das merkt man schon. Er ständig ist mal irgendwo. Ich wollte gerade sagen, im Sepp. Super. Tolles Timing. Ist mir ehrlich gesagt jetzt auch egal. Wenn der mich nicht angreift, ich reite weiter. Sieht gut aus. Ich will nämlich mal die Flagge holen. Oh, die hat schon einer von uns. Gut. Dann könnte ich ja jetzt... Nee, dann komm. Soll ich? Das ist irgendwie langweilig jetzt. Nee. Flagge supporten. Wo ist unsere Flagge? Da ist er. Ach, der Hunter schon wieder. Oh, Junge. Gib mich um Keks. Was dann? Du stirbst doch eh gleich.
wahrscheinlich die Terrans. Ja, oder so, dann töte ihn halt. Mir egal. Ach, da ist der Mage. Wall ist up. Oh Gott. Kein Kommentar. Hier die Leute hochziehen. Den Krieger noch. Ne, der kriegt ja mich selbst. Was ein bisschen schade ist durch dieses Spiel, also ich habe halt kaum Crit. Wo ist der Affli? Ach, das ist ein Destro. Noch schlimmer. Okay, das kann ich auch nicht entscheiden. Komm, kriegst einen Stun. Jetzt stirbst du. Dann laufen wir ein bisschen Kreise um dich herum, haben wir es können. Hat der nicht einen Affli gehabt? Ich bin mir, der hat einen Affli gehabt. Egal. Unsere Flagge wurde nicht getappt. Ich mal. Blopp, blopp und schon ist er voll. Na, zufällig ein Schurk. Ganz zufällig. Hat keiner aufge- okay, dann warst du schon. Ja, gut. Ganz einfach, simpel. Ich wurde ja auch grundsätzlich darum gebeten, mal ein bisschen mehr das BG, ich sag mal, richtig zu spielen, nicht nur DPS zu machen. Kein Problem, kann man gern machen. So spielt man es ja eigentlich auch und die Leute sehen es dann auch ein bisschen besser. Ist vielleicht auch insgesamt ein bisschen interessanter, weil immer was anderes ist. Zum Beispiel die nervigen Schurken. Ja, gut. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.